Jetzt die Ruhe bewahren. Sagen Sie ihr, sie soll sofort zurückkommen. Und wir müssen die Ruhe bewahren. Sagen Sie ihr, sie soll sich beeilen. Glauben Sie, sie schafft es in 5 Minuten? Ja, aber warum? Was ist denn los, Richard? Tageslicht. Wir sind im Tageslicht hier gefangen. Wir waren die ganze Nacht hier gefangen und haben es überstanden. Ja, aber Tageslicht ist es anders. Warum? Weil in der Nacht das Hikanotaurus-Territorium ist. Andere Tiere kommen hier nicht hierher. Aber wenn der Tag anbricht, können die Hikanotaurier sich nicht mehr verstecken. Also verschwinden sie und dann ist das nicht mehr ihr Territorium. Und das bedeutet? Glauben Sie mir einfach, wir müssen sofort von hier weg. Und wohin? Hierher! Mein Gott, aber natürlich. Hier gibt es ein Bootshaus. Warte mal, wie kommen wir da? Alles klar. Genau. Mein Gott, da draußen wird's mit jeder Minute heller. Versteht ihr das denn nicht? Wir müssen von hier weg! Mit einem lauten Krachen sprang die Tür auf und ein Raptor stand davor. Thorn stürzte zur Tür und warf sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen. Das überraschte Tier wurde nach hinten geschleudert. Helfen Sie mir! Ich hab's Ihnen gesagt! Ich hab's Ihnen doch gesagt! Plötzlich war der Laden von Raptoren umringt. Sie warfen sich gegen die Fenster, sie drückten die Gitter ein, sodass sie den Scheiben bedrohlich nahe kamen. Wir müssen hier raus! Wir müssen einen Ausweg finden! Wir haben ein Schlupfloch gefunden! Kelly sah eine Ritze im Holz des Bodens. Sie zog daran und hatte plötzlich eine Bodenplatte in der Hand. Sie starrte in die Öffnung. Dunkelheit. Auf allen Seiten brachen die Tiere durch die Wände. Sie bewegten sich schnell. Sie waren auf der Jagd. Aber die Menschen waren verschwunden. Kelly führte mit der Taschenlampe in der Hand den Trupp an. Sie krochen hintereinander an feuchten Betonwänden entlang. Sie befanden sich in einem gut 1 Meter hohen und ebenso breiten Tunnel. Wasser- und Gasrohre liefen an der Decke entlang. Kelly kletterte einen Betonschacht hoch und stieß oben eine Falltür auf. Sie fand sich in einem kleinen Zweckbau voller Kabel und verrosteter Rohre wieder. Sonnenlicht strömte durch das zerbrochene Fenster. Die anderen kletterten hinter ihr hoch. Sie schaute zum Fenster hinaus und sah Sarah Harding einen Abhang herang auf das Gebäude zufahren. Sarah fuhr den Jeep am Flussufer entlang. Kelly sah neben ihr auf dem Beifahrersitz. Vor sich sahen sie ein Holzschild, das ihnen den Weg zum Bootshaus wies. Die Straße am Flussufer war schlammig und stark überwuchert. Harding wich einem umgestürzten Baum aus und dann sahen sie vor sich das Bootshaus. Perfekt. Wie auf der Karte markiert. Leute, hier ist tatsächlich ein Boot und es sieht aus, als wäre es in Ordnung. Oh Mann, vielleicht kommen wir ja wirklich noch von hier weg. Lewis Dodgson fiel. Er rutschte aus dem Maul des Tyrannosauriers, wirbelte durch die Luft und landete hart auf einem Erdhügel. Er stützte sich auf einen Ellbogen und sah, dass er sich im Tyrannosauriernest befand. Neben ihm waren auch 3 Junge in dem Nest, darunter eins mit einer Manschette aus Aluminiumfolie am Bein. Dodgson rappelte sich auf, doch er wusste nicht so recht, was er tun sollte. Der 2. Erwachsene stand auf der anderen Seite des Nests. Das Tier, das ihn hierher gebracht hatte, stand direkt über ihm. Dodgson sah die Babys mit ihren fläumigen Hälsen und den scharfen kleinen Zähnen auf sich zukommen. Und dann drehte er sich um und wollte davonrennen. Doch sofort senkte der große Erwachsene den Kopf und warf Dodgson zu Boden. Die Jungen kamen näher. Er sah, dass ihre Körper mit Fleischfetzen und Exkrementen bedeckt waren. Auf allen Vieren begann er davonzukriechen. Doch etwas packte sein Bein und hielt ihn fest. Er drehte sich um und sah, dass sein Bein zwischen den Zähnen des großen Tyrannosauriers steckte. Und er biss zu. Dodgson konnte sich nicht mehr bewegen. Er konnte nichts mehr tun. Einige Sekunden lang blieben die Jungen auf Distanz und streckten nur die Köpfe vor, um nach ihm zu schnappen. Doch als Dodgson sich nicht bewegte, sprang das erste Tier auf sein Bein und begann das blutende Fleisch anzuknabbern. Das zweite sprang ihm auf den Schritt und biss ihm mit rasiermesserscharfen Zähnen in die Taille. Das dritte tauchte nun neben seinem Gesicht auf und riss ihm mit einem einzigen Biss die Wange ab.
Er musste zusehen, wie das Baby sein eigenes Gesicht fraß. Dann warf es den Kopf zurück, schluckte die Wange und senkte es wieder. Dann riss es das Maul weit auf und schloss es um Dodgsons Hals. Das Boot hatte den Dschungelfluss hinter sich gelassen. Sie ließen auch die Klippenwand und auch die tosende Brandung hinter sich und fuhren aufs offene Meer hinaus. Ich muss zugeben, ich habe nicht geglaubt, dass wir es schaffen. Aber ich gehe davon aus, dass wir mit dem funktionierenden Videoüberwachungssystem weiterhin Daten sammeln können, bis wir das Rätsel der Ausrottung gelöst haben. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Warum denn nicht? Es ist eine perfekte vergessene Welt. Es ist nichts dergleichen. Zu viele Raubtiere. Haben Sie das denn schon vergessen? Es erscheint vielleicht so, aber wir wissen nicht... Richard, Ian und ich haben Aufzeichnungen überprüft. Ingen hat schon vor vielen Jahren auf dieser Insel einen Fehler gemacht. Damals, als das Labor noch in Betrieb war. Was für ein Fehler? Sie haben junge Dinosaurier produziert, aber nicht gewusst, womit sie füttern sollen. Eine Zeit lang gaben sie ihnen Ziegenmilch, das war okay. Aber als die Fleischfresser größer wurden, verfütterten sie einen speziellen Tierproteinextrakt. Und dieser Extrakt wurde aus zermaltem Schafsfleisch hergestellt. Na und? Was war daran falsch? In Zoos wird niemals Schafsextrakt benutzt. Wegen der Infektionsgefahr. Infektionsgefahr. Was für eine Infektion? Prionen. Prionen sind die einfachsten Krankheitserreger, die wir kennen. Noch einfacher als Viren. Sie sind nichts anderes als Proteinfragmente. Sie sind so einfach, dass sie nicht einmal in einen Körper eindringen können. Sie müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Aber einmal im Körper verursachen sie alle möglichen Krankheiten. Es gab hier bei Schafen den Rinderwahnsinn und Kuru, eine Hirnkrankheit des Menschen. Und die Dinosaurier haben eine Prionenkrankheit mit dem Namen DX entwickelt, hervorgerufen durch eine verseuchte Lieferung Schafsextrakt. Das Labor hat sich jahrelang damit herumgeschlagen und versucht, die Krankheit zu besiegen. Soll das heißen, dass sie es nicht geschafft haben? Eine Zeit lang sah es so aus. Die Dinosaurier wuchsen und gediehen. Aber dann passierte irgendetwas. Die Krankheit begann sich auszubreiten. Die Prionen werden mit den Exkrementen ausgeschieden. Und so ist es möglich. Mit Exkrementen ausgeschieden. Die Kompis haben Exkremente gefressen. Ja, die Kompis sind alle infiziert. Die Kompis sind Aasfresser. Sie verbreiten das Protein auf den Kadavern und so wurden auch andere Aasfresser infiziert. Schließlich waren alle Raptoren infiziert. Raptoren greifen gesunde Tiere an, aber nicht immer erfolgreich. Nur ein Biss und das Tier ist infiziert. Und so hat sich mit der Zeit die Krankheit über die ganze Insel ausgebreitet. Deshalb sterben die Tiere so früh. Und diese hohe Todesrate ernährt eine viel größere Raubtierpopulation, als man erwarten würde. Wissen Sie, mich hat ein Kompi gebissen. Ich würde mir keine Gedanken machen. Vielleicht kommt es zu einer leichten Gehirnhautentzündung. Aber normalerweise kriegt man nur Kopfschmerzen. Wir bringen Sie in San José zu einem Arzt. Doch worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich bezweifle, dass diese Insel Ihnen viel Interessantes über das Aussterben verraten kann. Vielleicht sollte es auch so sein, weil das Aussterben nämlich immer ein großes Geheimnis gewesen ist. 5-mal ist es auf diesem Planeten zu einem Massensterben gekommen und nicht immer wegen eines Asteroiden. Niemand weiß, was die Ursache dieser Katastrophen sind, aber ich frage mich, ob wir der Grund für die nächste sind. Warum das? Die Menschen sind so zerstörerisch. Manchmal glaube ich, wir sind selbst eine Seuche, die die Erde leerfegen wird. Wir zerstören so erfolgreich, dass ich manchmal sogar glaube, genau das ist unsere Funktion. Hör nicht auf ihn. Ich würde das alles nicht so ernst nehmen. Das sind doch nur Theorien. Die Menschen können nicht anders. Sie müssen immer Theorien aufstellen.
Aber im Grunde genommen sind Theorien nur Einbildungen und sie verändern sich. Einbildungen sind nicht real. Sie existieren nicht, egal wie ernst die Leute sie nehmen. Andererseits spürst du, wie das Boot sich bewegt. Das ist das Meer. Das ist real. Riechst du das Salz in der Luft? Spürst du die Sonne auf deiner Haut? Das ist alles real. Siehst du uns alle zusammen? Das ist real. Das Leben ist wunderbar. Es ist ein Geschenk, am Leben zu sein, die Sonne zu sehen und die Luft zu atmen. Und eigentlich gibt's sonst nichts. Aber jetzt schau auf den Kompass und sag mir, wo Süden ist. Ich will nämlich nach Puerto Cortés. Es ist Zeit, dass wir alle nach Hause kommen.